Metallschild geht genau aneinander. Und die Form vom oberen Ende, da ist der Kopf dann quasi, geht direkt in den Kopf über und ist dann eingelagert. Mhm. Und das Zwischenteil bei den Flügeldecken ist dann halt anders. Ich glaube, so eine Farbe bei Schnellkäfern hört es langsam auf. Ah, gut, der eine war ja schon metallisch. Naja, schon, aber das ist, glaube ich... Aber das ist eine typische Färbung, ich habe den schon zigmal auf Börsen gesehen. Also die sind, da gibt es ganze Sammlungen. Die sind alle hierher gefahren. Bei Bienen oder Wespen? Das scheint einfach. Das war eine Vogelspinne, oder? Nein. Die sind hier. Ja, das ist die erste Schildkröte, die ich jemals in Asien gefunden habe. Also die scheinen anscheinend selten zu sein. Ein seltener Fund. Ja, ist ziemlich toll. Ja. Da haben wir nämlich auf dem Weg hierher, ne? Ein langsames Fotoobjekt. Ja, sie sehen halt viele also.
Manchmal läuft man aber stundenlang durch die Wälder durch und findet einfach nichts. Aber man hat immer die Hoffnung, dass was kommt. Tagsüber ist sowieso ein bisschen schwieriger, irgendwas zu finden. Aber man sieht etwas mehr und kann mehr das Biotop forschen und schauen, wie es weitergeht. Glaube ich eher nicht, aber Spinnen. Warte. Ja? Da geht. Ja, hoffentlich kommt was hoch. Ja, also wenn die Bäume an der Straße beobachtet, die haben gerade hochgezogen. Immer am Wasser. Selbst. Mhm. Oh, die sogar. Sogar eine interessante. Er wollte?